Ja, grüezi, servus und hallo zum zweiten Teil, ihr lieben Ehrenmänner und Ehrenmännerinnen. Ich mache jetzt da weiter, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Eine Sache vorweg. Ich weiß, dass es mit dem Ton noch alles sehr suboptimal ist. Ich versuche jetzt ein wenig dran zu arbeiten, in dem Sinne, dass ich ja zunächst erstmal das Verhältnis von meiner Spracheingabe zum Sound des Spiels ein wenig versucht habe anzupassen. Ich hoffe sehr, dass das klappt. Und damit stürzen wir uns ins Abenteuer. So, Bocco, wohin bringst du uns? War hier schon immer eine Höhle? Wahrscheinlich ist sie erst bei einem der Erdbeben entstanden. Bocco, ich denke, das wird jetzt zu gefährlich für den Chocobo. Du bleibst hier, ne? Weil das ist nur was für smarte Jungs als wie mich. Quäh. Okay. And so our party ventured forth. Eins Wasserquelle. Oh no. Bevor wir da sind, müssen wir erstmal gegen diese Teufelskrabben natürlich kämpfen. Nicht Teufelskrabben. So. Wow. Wieso nimmt ihnen keinen Schaden? Nimm das. So, eine Wasserquelle. Was tut sie? Sie heilt uns. Ist eine Heilquelle. MP wiederhergestellt. Hat Zustandsveränderungen. K.O.-gegangene Gefährten wiederbelebt. Ja, du bist starker Mann. Eins Namen ist bester. Bester Pferd im Stall. Und dann kämpfen wir als nächstes gegen Stahlflatterer. Piau, piau, piau. Nimm das! Ah. Wow. Lena und Garlof sind aufgestiegen. Wunderbestens. Oh mein Gott, ist einer dieser Piraten. Ich habe eine ganz interessante Theorie. Übrigens kann man jetzt auch wieder schön sehen, dass die Augenklappe wandert, je nachdem, wer sie rechts oder links rumdreht. Das ist interessant. So kommt man also dort hinein, durch den geheimen Schalter, den man fast gar nicht sieht an der Wand. Frisst das Fledermaus. Ja, Mann, hier. Aua, aua. Das ist für Corona. Ja. Und meine Axt. Ja, Piu. Oh, geil. Boah, ich bin echt krasser Fledermaus-Schlechter jetzt. In der Schatztruhe ist ein Lederhut. Zeit, euch einmal das Menü zu zeigen, wo wir verschiedene Sachen machen können. An Magie und Fertigkeiten, ja, gibt es momentan halt noch nicht viel zu tun, weil wir einfach noch keine Fähigkeiten haben. Man sieht hier links auch unter den Namen der jeweiligen Charaktere die Klasse. Allrounder ist in diesem Fall einfach kurz für gar nichts. Hat keine bestimmte Klasse, keine besondere Fähigkeit. Das kommt erst im Verlauf des Spiels. So, dann werden wir doch erstmal ein wenig die Ausrüstung anpassen. Wem geben wir den Lederhut? Hier, Gallof, nimm du den Lederhut.
weil hier aus Respekt vor dem Alter und so. Also ich bin mittlerweile in dem Alter, wo man so etwas durchaus einfordern kann, weil ich einfach selber alt bin. Ey, was ist denn das da? Oh mein Gott. I'm on a boat. Everybody look at me, I'm on a boat. Ich verspreche euch, ich werde versuchen, nicht zu viel zu singen im weiteren Verlauf dieses Spielens. Das Schiff eben, ne? Ey, wie kann sich das bewegen, wo doch gar kein Wind da ist, ey? Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Ich glaube, das klingt ganz klar nach einem Fall für Ayman Abdallah und Galileo Mystery. Piu, piu, piu. Oh, und wir sind im Piratennest. Was genau tun sie hier? Hey, das ist ein Piratenversteck. Bedeutet das Schiff eben, dann war das ja ein Piratenschiff. Ah, ob die uns wohl mit an Bord nehmen würden? Ich kann auch ganz toll Aare sagen. das machen die doch nicht ohne... wenn die das machen, tun dann doch nur, damit die uns nach Kiel bringen können. Oh, genau, wir machen das anders. Wir schleichen uns heimlich an Bord und leihen unser Schiff hier für eine Weile. Alter, wow, alter Hund, ey, du bist aber Gangster, krasser Gangster bist du ja. Oh, boah, ey. ja. So, was macht dieser Hebel? Irgendwo ist jetzt vermutlich irgendwas passiert. Oh. Schläfst du? Hallo? Der schläft. Ich find's ja übrigens interessant, dass alle Piraten nicht nur dasselbe Outfit anhaben, sondern auch alle Piraten diese Augenklappe haben. Also das ist auch kein Zufall, dass die alle jeweils ein Auge irgendwie im Kampf verloren haben oder so. Ich nehme an, dass das Aufnahmeritual für die Piratengang hier ist. Die mussten sich, um aufgenommen zu werden, jeder ein Auge ausstechen. Es ist ziemlich brutal, aber auch ein bisschen badass. So. Ahoi, Mast und Schotbruch. Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und der Ankerlichten und los, Pikachu. Yeah. Ja, was ist denn jetzt, ey? Ankerlichten heißt lossegeln, hey, Jungchen da. Das weiß ich doch, bin doch nicht blöd. Das Steuer rührt sich keinen Millimeter. Vielleicht bewegt es sich ja mit Gewalt. Ein Kratzer an meinem Schiff und ihr werdet es teuer bezahlen. Arr. Ihr versucht also tatsächlich, mein Schiff zu stehlen? Boah, ihr kleinen Schlawiner. Ihr seid doch wohl dumm. Arr. Ich würde eher sagen, dass ihr einfach echt strunzenhohl seid. Warte, ich kann nicht hohl sein. Ich bin immerhin die Prinzessin von Tycoon. Bitte, tut mich leid, aber ich wollte das Schiff echt nicht klauen. Ich wollte es einfach nur nehmen und damit wegsegeln, ohne um Erlaubnis zu fragen. Warte, was? Das ist die Prinzessin? Von Tycoon? Du hast Amnesie, du weißt nicht mal, was Tycoon ist. Ach, egal. Hört mich an, im Namen des Königreichs Tycoon. Bitte gestattet uns eine Überfahrt auf eurem Schiff. Ich muss zum Wind schreien. Mein Vater, er ist in großer Gefahr.
Oh, es guck mal einer, schau. Die Prinzessin von Tycoon auf meinem Schiffchen. Hohoho, das bringt uns aber bestimmt ein hübsches Sümpchen ein, da. Ey, lass ihn Frieden, du barbarischer, nach Sekt riechender, seeräubischer, Pirat. Ich bitte euch, ich flehe euch an. Dieser Anhänger. Werf den Haufen in die Arrestzelle. Hey, Captain. So. Aber lass sie erst die Arme ausbreiten. Goku, nimm meine Energie. Kleiner intellektuellen Witz an der Stelle. Schöner Schlamassel, in dem wir da gelandet sind, ey. Welche Genie hatte überhaupt die grandiose Idee, ein Piratenschiff zu stehlen, hä? Ey, Alter, machst du mich jetzt blöd an oder was? Du hast es doch, die Idee, da. Was? Nein, diese Kopfschmerzen, ich erinnere mich an nichts, Und da ist er wieder, der Gedächtniswund, ey. Komischer Zufall. Echt. Aber, jetzt mal was anderes, ne? Ey, Lena, du hast gar nicht erzählt, dass du die Prinzessin von Tycoon bist. Ey, sorry, Mann. Ich wollte es auch gar nicht geheim halten, aber... Ey, schon cool, ey. Wenn du Prinzessin bist, dann... Warum bist du dann ganz allein auf dem Weg zu diesem Windschrein gegangen? Mein Vater ist dort. Er war kaum weg, als der Wind fast komplett aufgehört hat zu wehen. Ich werde einfach dieses Gefühl nicht los, dass etwas Furchtbares geschehen wird. Ich habe mich heimlich auf den Weg zum Schrein gemacht. Doch dann fiel der Meteorit. Und den Rest kennst du. Meanwhile, in einer anderen Kabine. Also warum hat diese Prinzessin von Tycoon nur denselben Anhänger wie ich? Sie sagte, ihr Vater ist beim Windschrein. Okay, alles vorbereitet, um ins See zu stechen, Schnuckelchens. Setzen wir Kurs auf den Windschrein. Hui! Oh, Captain, was machen wir mit diesen Landratten? Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und zwar heute noch, wenn's geht, ja? Dalli Dalli hier. Brecht euch ja kein Fingernagel ab. Aber warum? Ich hab's mir halt anders überlegt. Ich werde euch helfen. Hast du ein Problem mit Schwester? Lichtet den Anker. Wir segeln los, gehen Windschrein. Habt ihr was an den Ohren oder was? Ich sag's nie nochmal, ey, damit es klar ist. Also? Euer Captain! Jung! Bester Mann, der Junge da scheint der Ausguck zu sein. Ja, okay, mein Wein, der macht einfach das Segel los oder wie auch immer. Aber warte, Segel? Aber es weht doch gar kein Wind. Wie kann sich das Schiff fortbewegen? Du bist wohl ganz schön neugierig, nicht? Syldra, komm rauf und sag Hallo. Guten Abend! Ist sie nicht ein wahres Schnuckelchen? Syldra und ich sind zusammen groß geworden. Wir sind fast sowas wie Geschwister.
Was guckt er jetzt so? Also, wir legen ab. So, und damit haben wir das Schiff. Und das ist für mich doch ein schöner Punkt, um zu sagen, ich mache hier mal wieder einen Stopp, werde mir das Ganze angucken und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Cheerio, ihr Lieben! Tüchelchen!